So, Freunde, was geht bei euch? Heute ist eine neue Waffe bei Battlefield 5 ins Spiel gekommen und zwar was Neues für den Versorger. Das LS26, ein neues LMG. Das Ding bekommt man, indem man die wöchentlichen Tides of War Aufgaben abschließt. Ich zeige euch mal meinen Weg hier. Das ist der so am entspanntesten immer ist. Es geht los mit der obere zwei Ziele. Kann man lockerflockig in der Eroberung machen, genau wie die nächste Aufgabe. 1500 Punkte in einer Runde. Als nächstes muss man 2000 Schaden mit Primärwaffen vom Sturmsoldaten machen. Dann muss man zum Versorger wechseln und 20 Kills, Ausschaltungen oder Niederhaltungshilfen mit einem LMG oder MMG machen. Und zu guter Letzt muss man dann noch 40 Kills oder Wiederbelebungen raushauen. Dann bekommt man das LS26. Und die Waffe ist, ja, vor allem dann am Anfang, wenn man sie erstmal hochspielt von Rang 0 auf Rang 4, bis man die Spezialisierung bekommt, nicht unbedingt die beste. Das sieht man auch direkt an den Stats. Das Teil hat nur ein 20er Magazin, was ja erstmal nicht so das Problem ist. Dazu aber eine Feuerrate von 600 und es ist nicht wirklich klar, man fühlt es nicht wirklich, ist es jetzt eine Waffe für Distanz oder ist es eher eine Waffe für den Nahkampf? Also klar, eine Waffe für den Nahkampf ist es eher weniger, es ist ein LMG, es ist eine Versorgerwaffe, Feuerrate von 600, ist jetzt nicht so mega gering, aber es ist auch nicht wirklich hoch, es ist so ein Mittelding, denn man muss bedenken, wenn man im Nahkampf mit so einer Waffe spielt, dann hat man es halt größtenteils mit den Medi-Waffen wie so Omi, Tommy Gun, ZK383 und dem ganzen anderen Kram zu tun, genauso wie beim Sturmsoldaten, Sturmgewehr 1-5, M1907, selbst das Sturmgewehr 44 hat eine 600er Feuerrate. Allein schon im Vergleich mit der Top-Versorger-Nahkampfwaffe, dem FG42, merkt man, dass das LS26 jetzt nicht unbedingt so das Nahkampftier ist. Aber das ist auch gar nicht abwegig oder schlimm, denn Versorgerwaffen sind eigentlich auch eher dafür bekannt, dass sie auf weiten Distanzen reinböllern. Erstmal so gut wie jede Versorgerwaffe hat ein Zweibein, genauso wie auch das LS26. Und die eigentliche Eigenschaft von Versorgerwaffen ist, dass sie auf Distanz ziemlich präzise sind, auch ohne Zweibein. Und jetzt könnte ich hingehen und sagen, Leute, gönnt euch das, absoluter Laser. Guckt euch das an. Allerdings fällt es mir ein bisschen schwer, das bei dem Teil einzuschätzen. Wenn ich so auf meine Art spiele, dass die kaum bis gar keinen Rückstoß haben, die Waffen, dann ist es natürlich auch bei dem Teil so. Aber mal zwischendurch, wenn ich so ein bisschen verkacke, dann merke ich, dass das Teil denn doch schon mal ziemlich stark so vor allem nach links und rechts wegspringt. Wenn man die Waffe jetzt also ganz normal durchballert und so weiter, es kann sein, dass der horizontale Rückstoß bei dem Teil ein bisschen höher ist und es dementsprechend nicht so angenehm zu spielen ist, vor allem auf weiteren Distanzen. Dementsprechend, wie gesagt, ich kann es ein bisschen schwer einschätzen bei dem Teil. Ich würde einfach mal sagen, das Ding ist schon gut laserig, aber nicht unbedingt das Beste vom Besten auf dem Gebiet. Also rein von der Präzision her wird es gegen eine Brenngun beispielsweise nicht ankommen. Ich würde aber definitiv sagen, die Waffe ist nicht schlecht auf Distanz. Die ist da echt gut unterwegs. Es ist also ähnlich wie im Nahkampf. Sie ist nicht die Beste, aber vollkommen in Ordnung. Sie ist also so ein kleiner Allrounder. Wobei der Waffe, wenn sie zu so einer Waffenkategorie gehören möchte, eine wichtige Sache fehlt, und zwar das Magazin, was normal groß oder ein bisschen größer ist. Das passt irgendwie nicht zu diesem Allrounder-Typ. Also, dass die Waffe alles so okay kann, nichts am besten, aber alles okay, aber das Magazin passt nicht dafür. Hätte das Teil jetzt ein 31er Magazin, wäre das wieder eine ganz andere Welt hier, aber so ist es halt, dass man wirklich oft nach jedem Schuss nachladen muss, oder was heißt muss, nachladen sollte, und so in den meisten Fällen kriegt man so zwei Gegner, wenn man ganz viel Glück hat, dann auch mal drei, aber so in den meisten, ich denke so, die meisten Leute werden nach einem Gegner nachladen, vielleicht dann mal zwei holen und dann wieder nach einem Gegner nachladen, und das ist halt die Sache, das passt irgendwie nicht so wirklich dazu. Wenn man klassenunabhängig spielen möchte, dann könnte man auch sagen, so, man könnte auch statt dem LS26 jetzt einfach beim Sturmsoldaten ein Sturmgewehr 1-5 mitnehmen. Das würde ungefähr aufs Ähnliche hinauskommen. Nur, dass man da eben, einfach mal hier nochmal, um das Ganze zu vergleichen, nur, dass man mit dem Sturmgewehr 1-5 ein 31er Magazin hat und zusätzlich hat man auch noch 70 Feuerrate mehr. Im Vergleich mit dem Sturmgewehr 44, was ja dieselbe Feuerrate wie das LS26 hat, ist es denn so, dass das Sturmgewehr 44 einfach im Lasergebiet auf einem ganz anderen Level ist. Das ist halt, die ist halt so mega präzise und bei selber Feuerrate, und die Sturmgewehr 44 hat ja auch noch ein größeres Magazin, ein 31er Magazin, kommt das LS26 gefühlt von der Präzision nicht mal ansatzweise an das Sturmgewehr 44 ran. Also so gerne ich jetzt sagen würde, hier, das ist der große Vorteil von dem LS26, das kann ich nicht sagen, weil es halt, ja, ist alles andere ist halt gefühlt besser, was in die ähnliche Waffenkategorie gehört. Und ja, es hat ein Zweibein dran. Ja, hier, das ist der große Vorteil. Man kann einen Dreierscope drauf machen. Im Vergleich zu MP ist vielleicht jetzt der große Vorteil oder so. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. So, das ist jetzt keine Waffe, die hier irgendwas neu revolutioniert. Es ist halt eine okay Waffe. Überall okay, nirgendwo super schlecht, nirgendwo super gut. Wie am Anfang schon gesagt, es ist okay. Und daran ändern auch die Spezialisierung nichts. Man könnte jetzt sagen, oh, hier, man skillt die jetzt nicht auf
weniger Rückstoß, was man an der Stelle machen sollte. Man skillt jetzt auf Hipfire und Hipfire nur rein. Auch das wird eher nach hinten losgehen. Es ist halt einfach nichts im Vergleich mit einer MP40 oder Stand im Hipfire oder hier der MP28, glaube ich, war es. Die war auch übel krank im Hipfire. Das ist halt kein Vergleich damit. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich sagen soll, das Ding ist eine bessere KI-7 oder eine schlechtere KI-7. Aber was man sagen kann, ist, dass der Versorger jetzt eine neue Allrounder-Waffe hat. Ja, Leute, so gerne ich auch irgendwas hier nur sagen würde, boah, holt euch die Waffe deswegen. Ist jetzt kein Muss. Also klar, man muss nicht immer die Besten und das Beste vom Besten spielen, mache ich auch nicht. Ich spiele auch alles durcheinander, immer mal das, mal das, mal das. Immer schön Abwechslung. Aber wenn man jetzt jemand ist, der unbedingt einen Grund braucht, eine Waffe zu haben oder sie zu spielen, dann wird hier höchstwahrscheinlich, zumindest sehe ich den Grund bis jetzt noch nicht, kein Grund vorhanden sein. Sie hat halt einfach nichts Besonderes an sich, keine besondere Eigenschaft, die sie jetzt hervorstechen lässt. Zumindest habe ich bis jetzt noch keine entdeckt und dementsprechend, ja, es ist eine vollkommen normale Waffe ohne irgendwas Besonderes. Leute, was haltet ihr von dem Teil? Habt ihr es schon gespielt? Seht ihr vielleicht ein bisschen mehr in der Waffe als ich? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet und immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Dann lasst doch gerne ein Abo da. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dem Video auch noch einen Ding-Daumen nach oben, ein Like geben. Auch vielen Dank dafür und tschüss.